spanische Sonne hat sich am Donnerstagmorgen mal eine kurze Pause gegönnt. An Tag 5 im Trainingslager hatten kräftige Windböen und Regen das Training zwar unangenehm, aber definitiv nicht unmöglich gemacht. Den Witterungen zum Trotz standen für das Team wieder zwei Einheiten auf dem Programm, in denen die Mannschaft wieder ein hohes Tempo ging und viel Einsatz gezeigt hat. Am Nachmittag hatte sich dann zumindest auch der Regen gelegt und die Mannschaft konnte sowohl bei den Stabi-Übungen als auch in den Offensivzügen gut trainieren. Am Freitag um 15.30 Uhr steht nur noch das Testspiel gegen Dortmund 2 an. Zuvor haben wir uns aber noch mit unserem dritten Neuzugang Nico Dobros aus Paderborn unterhalten. Nico, erstmal herzlichen Dank, dass du dir noch Zeit genommen hast und willkommen bei uns bei Elversberg. Zum Einstieg, du kennst Elversberg ja im Prinzip schon ein bisschen, noch aus deiner Zeit von Nöttingen und Offenbach. Da hast du ja auch gegen die SVE gespielt. Erinnerst du dich noch an die Spiele? Ja klar, erinnere ich mich an das Spiel noch von Offenbach gegen die SVE. War ein sehr prekäres Spiel, also wir haben 4-3 verloren damals und bisher waren meine Spiele in Elversberg immer ja, nur Niederlagen und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt in der Rückrunde dann natürlich nur Erfolge feiern kann. Jetzt, wo du die Seiten gewechselt hast, was für einen Eindruck hast du denn so bisher? Du hast jetzt im Trainingslager schon ein paar Tage jetzt mit der Mannschaft verbracht. Was für ein Gefühl hast du? Ja, ich denke, ich habe ein sehr gutes Gefühl, fühle mich integriert, also wurde von der Mannschaft super aufgenommen und auch vom Trainerteam. Und ich denke natürlich, dass wir einen sehr starken Kader haben und alle Chancen haben natürlich auch weiterhin so erfolgreich zu sein, wie die Jungs es schon in der Hinrunde gemacht haben. Wie wichtig oder was für einen Stellenwert hat denn so ein Trainingslager für dich? Ist mit Sicherheit nicht verkehrt, da du jetzt auch noch recht frisch dazugekommen bist. Ja, ich denke natürlich, für neue Spieler ist es immer gut, im Trainingslager dann ja, den Anschluss zu finden und die Jungs besser kennenzulernen, weil es ist immer schwer, so in eine neue Mannschaft reinzukommen und dann, ohne dass man sich privat irgendwie dann sieht, sondern nur auf dem Trainingsplatz, denke ich, hat das natürlich nur Vorteile, jetzt hier im Trainingslager dabei zu sein. Die Leute in Elversberg, die dich jetzt vielleicht auch noch nicht kennen, könntest du dir mal so einen kleinen Einblick geben? Was für ein Typ Spieler bist du so auf dem Platz, so von deiner Art her? Wie siehst du dich? Ja, ich denke, ich bin schon ein sehr dynamischer Spieler und suche auch gerne den Abschluss, versuche auch durch meine Vorbereitung der Mannschaft zu helfen und natürlich auch ja, sowohl defensiv als offensiv ja, meine Aktionen zu haben, um der Mannschaft weiterzuhelfen. Wie sehen denn deine persönlichen Ziele für das nächste halbe Jahr aus, in dem du bei uns spielen wirst? Ja, natürlich so viel Einsatzzeit wie möglich zu bekommen und der Mannschaft weiterzuhelfen, um dieses Jahr endlich die Relegation erfolgreich zu meistern. Vielen Dank schon mal dafür. Nico, wir haben auch für dich noch ein kurzes Sargquiz vorbereitet. Ich weiß nicht, ob die anderen dir schon davon erzählt haben. Folgender Ablauf, ich stell dir oder gebe dir drei saarländische Begriffe mit Auswahlmöglichkeiten und du musst sie richtig zuordnen. Und in der zweiten Runde gibt es eine kurze Aussage zum Saarland und du musst einordnen, ob diese Aussage stimmt oder ob sie falsch ist. Okay? Okay. Der erste saarländische Begriff, der für dich da ist, ist Flemm. Und zur Auswahlmöglichkeit steht Fensterrahmen, schlechte Laune oder Obstschale. Flemm. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Fensterrahmen. Das ist leider falsch. Das ist nämlich die schlechte Laune. Der zweite Begriff für dich ist Schnäge. Und da haben wir zur Auswahl Naschen, Schaukeln oder Schlafen. Schlafen, würde ich da sagen. Schnäge. Ist leider falsch. Das ist Naschen. Zumindest so lernst du schon mal die Sprache. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn es dann nächste Woche nochmal ins Saarland geht. Der dritte Begriff ist Trottwar und wir haben zur Auswahl Bürgersteig, Nachtwächter oder Lärm. Ja, das ist wie im Schwäbischen, Trottwar kenne ich Bürgersteig. Also. Genau, das ist korrekt. Dann kommen wir direkt zur zweiten Runde. Die erste Aussage zum Saarland. Das Saarland grenzt unter anderem an Luxemburg. Okay, ja. Das stimmt. Zweite Aussage. Das Saarland ist erst 1983 der Bundesrepublik Deutschland beigetreten. Nein. Stimmt nicht. Korrekt. Es war nämlich bereits 1957. Okay. Und die letzte Aussage. Im Saarland befindet sich ein Olympiastützpunkt. Ja, der befindet sich da.
Das ist nochmal korrekt. Das heißt, in der zweiten Runde 3 richtige Antworten. Nico, vielen Dank. Den Dialekt wirst du sicher noch kennenlernen. Und ich wünsche dir jetzt noch eine gute Restzeit im Trainingslager und bei uns in Elversberg. Vielen Dank.